Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 6. Juli 2024. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über den Totschlag in der Stadt Öhenhausen berichtet die Welt. Die Ermittler in Bielefeld wollen die tödliche Attacke auf Philippos T. aufklären. Das Motiv für die Gewalttat ist weiter unklar. Der tatverdächtige 18-Jährige verweigert bisher offenbar die Aussage. Die Stadt stellte Details zu seiner Herkunft richtig. Nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen sucht die Polizei weiter nach Zeugen der Gewalttat. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld auf Anfrage. Die Polizei ruft erneut Zeugen auf, Fotos und Videos zur Verfügung zu stellen, auf denen möglicherweise Hinweise auf die Tat zu erkennen sind. Sie können sich in allen Polizeidienststellen oder bei der Polizei Bielefeld melden, sagte die Sprecherin. Ein 18-Jähriger, dringend Tatverdächtiger, sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Er habe sich bislang nicht zum Tatvorwurf Totschlag und gefährliche Körperverletzung geäußert, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Auch die Lokalpresse meldet, dass der junge Mann syrischer Herkunft von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch macht. Erklärt haben soll der 18-Jährige zudem, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht in dem Kurpark gewesen sei, schreibt die Neue Westfälische aus Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld dementiert jedoch, dass eine solche Aussage gefallen ist. Im Kurpark von Bad Oeynhausen, NRW, wurde in der Nacht zum Sonntag der aus Minden stammende Philippos T. körperlich attackiert und dabei so massiv misshandelt, dass der junge Mann später an den erlittenen Kopfverletzungen verstarb. Der 20 Jahre alte T. hatte zuvor im Kaiserpalais am Abiturball des Mindener Ratsgymnasiums teilgenommen. Seine Schwester hatte in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht und ihn sowie weitere Freunde eingeladen. Der Tatverdächtige sei in der Vergangenheit bereits durch Gewalt, Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte aufgefallen, sei somit also polizeibekannt, aber nicht vorgestraft gewesen. Er sei 2016 im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen, habe zunächst in Pforzheim gelebt und sei im vergangenen Jahr nach Bad Oeynhausen gezogen, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den zuständigen Staatsanwalt Christoph Mackel. Laut der Neuen Westfälischen lebt die syrische Familie des Verdächtigen im Stadtteil Rehme Bad Oeynhausen. Die Familie hat aber nie in einer städtischen Unterkunft gewohnt und nie Leistungen von der Stadt Bad Oeynhausen bezogen, betont Bad Oeynhausens Pressesprecher Volker Müller-Ulrich gegenüber der Zeitung. Er dementierte damit auch Berichte, laut denen der Gefasste in einer städtischen Asylunterkunft gelebt haben soll. Zur Gruppe des Tatverdächtigen gehören laut Polizei auch mindestens drei weitere Deutsche im Alter von 18 Jahren. Die Zahl der an der Tat beteiligten Menschen und welche Straftaten noch passiert sind, sei Teil der laufenden Ermittlungen, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Auch sei nicht abschließend geklärt, was der Hintergrund und Auslöser eines angeblich vorausgegangenen Streits war. Die Obduktion des 20-Jährigen bestätigte aber die bisherigen Annahmen, dass Philippos T. durch mehrere stumpfe Schläge und Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt wurde, dass er später im Krankenhaus starb. Über die verfassungsfeindlichen Tendenzen von Bundesinnenministerium und dem sogenannten Verfassungsschutz berichtet die Zeitung Unsere Zeit. Der Ex-Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brotkorb, SPD, sieht in ihm den Volkspädagogen der Nation. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, befürchtet, dass seine Chefin, die sozialdemokratische Innenministerin, selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Und fast jeder zweite, 48% der Bundesbürger, bekundet in einer Umfrage vom März 2024, dass der von ihm geführte Verfassungsschutz BFV zu politischen Zwecken missbraucht wird. Die Rede ist von Thomas Haldenwang, dem höchsten Wächter über verbale und mentale Grenzverschiebungen. Angesichts der Vielfalt und Dramatik innerer und äußerer Gefahren, denen sich der deutsche Staat aktuell und zukünftig ausgesetzt sieht, könnte man fast Mitleid mit Haldenwang haben.
Am 18. Juni stand das alljährliche Highlight zur Offenbarung des verfassungsfeindlichen Bedrohungsszenariums an. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes präsentierte zusammen mit Innenministerin Nancy Faeser, SPD, den Verfassungsschutzbericht 2023. Von den nur schwach besuchten Rängen der Berliner Bundespressekonferenz eröffnete der BfV-Chef die Bilanz des Schreckens. Eine Zunahme der extremistischen Bedrohungen im Inneren und aller Orten, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ein Auffangbecken für alles, was sich unbotmäßige Bürger zur Lächerlichmachung und Verhöhnung des Systems einfallen lassen. Josef Franz Lindner, Rechtsprofessor an der Universität Augsburg, merkt ironisch an, dass damit die Kabarettisten ihrer Grundlage beraubt werden. Delegitimierung sei nämlich kein Begriff der Verfassung, sondern eine schiere Erfindung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Von außen drohen Desinformationskampagnen der üblichen Verdächtigen Russland, China, Iran. Dazu gesellt sich neuerdings auch das NATO-Mitglied Türkei. Abgerundet wird das Gemenge durch Cyberangriffe und Spionage russischer und chinesischer Dienste sowie das neue phänomenübergreifende Sonderkapitel zu den Auswirkungen des Nahostkonflikts, sprich Palästina-Solidarität. Das BfV weiß nur zu genau. Für dogmatische Linksextremisten ist die Palästina-Solidarität ein wesentliches und einander verbindendes Betätigungsfeld. Sie beinhaltet verschiedene Facetten bis hin zu Israel-Feindschaft und Antizionismus. Nicht ohne Stolz in der Beamtenstimme verwies Haldenwang auf das beachtliche Volumen seines 408 Seiten umfassenden Berichts, ein Beleg für die enorme Arbeitsbelastung in allen Aufgabenbereichen des BfV. Kenner der Materie zauberte diese Aussage indes eher ein Schmunzeln ins Gesicht, hat doch der Dienst mit immerhin 4200 offiziellen Mitarbeitern es lediglich geschafft, bis auf einige textlich umgestellte Sätze und Weiterungen im Bereich Cyber, Desinformation und Spionage ein Reprint des Berichts 2022 vorzulegen. Neue Qualität gewinnen allerdings die Anwürfe der deutschen Schlapphüte gegen Investitionen Chinas in die deutsche Wirtschaft. Denn diesen öffnen auch das Tor zur politischen Einflussnahme, Spionage und Sabotage. Beileibe nicht genug. Chinesische Stellen verbreiteten Desinformation, um die Politik der KPCH in ein positives Licht zu rücken und die vermeintliche Überlegenheit des chinesischen Ordnungsmodells hervorzuheben. Ganz gefährlich schließlich die offene Informationsbeschaffung einschließlich eines Monitorings von Medien und sonstigen offenen Publikationen. Haben die doch tatsächlich die Dreistigkeit, deutsche Zeitungen zu lesen? Und Achtung, hinter jedem Smalltalk mit einem Bürger Chinas lauert die offene Gesprächsabschöpfung. Ehe man sich's versieht, sind streng gehütete Geheimnisse unseres wirtschaftlichen Erfolgs, um den uns angeblich die ganze Welt beneidet, versehentlich preisgegeben. Müßig zu erwähnen, dass das fantasiestrotzende Anti-China-Kapitel jeden Tatsachenbeleg für die herabwürdigenden Thesen schuldig bleibt. Entsprechende Passagen im Bericht sind an Absurdität kaum zu übertreffen. Sie zeugen von einer feindseligen Besessenheit gegen China, die schon an Verfolgungswahn grenzt. Diagnostiziert die Botschaft der Volksrepublik China die Ursachen für Haldenwangs Märchenstunde. In den Schreibstuben des BfV sollte man sich den Deutschunterricht für Viertklässler zum Vorbild nehmen. Ohne Tatsachen und Antworten auf die 7 W-Fragen ist es kein Bericht, sondern bloß Geschwurbel. Bei ungünstigen Konditionen könnte die EU-Spitze an ein Frauenduo des Grauens geraten. Die eine korrupt, intransparent und eine transatlantische Marionette, die nicht einmal per Eilantrag gegen die sie als Kommissionspräsidentin vorschlagende EVP-Fraktion aufgehalten werden konnte, die andere eine kriegslüsterne Rassistin, die uns noch ein ganzes Stück näher an den Dritten Weltkrieg führen könnte. Ursula von der Leyen und Kaya Kallas, Euraktiv, Tagesschau und RT Deutsch berichten. Ein Brüsseler Gericht hat am Mittwoch, den 26. Juni, eine Klage gegen Ursula von der Leyens Wiederernennung als EU-Kommissionschefin abgewiesen.
Von der Leyen wurde vom Kläger des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen Impfstoffvertrag mit Pfizer beschuldigt. Am vorangegangenen Freitag, den 21. Juni, sollte die Europäische Volkspartei, die Europawahlen gewonnen hat, vor dem französischsprachigen Brüsseler Gericht erster Instanz in einem Eilverfahren erscheinen. Das nun abgewiesene Verfahren wurde von einem Belgier eingeleitet, um die Partei zu zwingen, sie als Spitzenkandidatin für die Kommissionspräsidentschaft abzusetzen. Die EVP erschien nicht zur Anhörung, aber die Richterin stufte den Fall als dringend ein und hörte sich die Argumente des Klägers an. Im April 2023 hatte der Kläger Frédéric Baldin, ein belgischer Lobbyist, der sich auf die Beziehungen zwischen der EU und China spezialisiert hat, bereits eine Strafanzeige gegen von der Leyen bei einem Untersuchungsrichter in Lüttich eingereicht. Er beschuldigte sie des Amtsmissbrauchs, der Vernichtung öffentlicher Dokumente und der Korruption im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen Impfstoffvertrag, die sie per Textnachricht mit dem CEO von Pfizer geführt hatte. Nach Angaben des Anwalts des Klägers haben sich seither 500 Personen, darunter Einzelpersonen, politische Parteien und zwei EU-Mitgliedstaaten, Ungarn und Polen, der Klage angeschlossen. Eine Anhörung vor einem Gericht in Lüttich im Mai wurde auf Anfang Dezember verschoben, was Baldins Anwalt dazu veranlasste, eine förmliche Aufforderung an den Europäischen Rat, die Kommissarin für Werte und Transparenz Vera Jourova und den EVP-Vorsitzenden Manfred Weber zu senden. Darin forderte er die Staats- und Regierungschefs der EU auf, von der Leyen und ihre Kommissare zum Rücktritt zu zwingen. Der Anwalt forderte die EVP auf, vor dem Brüsseler Gericht ein Eilverfahren zu beantragen. Der belgische Richter lehnte Baldins Antrag jedoch ab, da er nicht nachgewiesen hat, dass die Gefahr eines ernsthaften Schadens oder schwerwiegender Unannehmlichkeiten besteht, die eine sofortige Entscheidung rechtfertigen, berichtete AFP. Die Tagesschau berichtet. Der Europäische Rat hat die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission nominiert. Das Gremium der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten beschloss zudem, dass der frühere portugiesische Regierungschef António Costa nach nächster Präsident des Europäischen Rates wird und die estnische Regierungschefin Kaja Kallas zur neuen EU-Außenbeauftragten ernannt werden soll. Das teilten mehrere Delegationen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit. Für die Wiederwahl braucht von der Leyen nun eine absolute Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament. Die gilt allerdings noch nicht als gesichert. Durch eine Einigung der großen europäischen Parteienfamilien Mitte der Woche war es allerdings schon vor Gipfelbeginn so gut wie sicher gewesen, dass die Spitzenposten an von der Leyen, den Sozialdemokraten Costa und die Liberale Kallas vergeben werden. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatte dieses Vorgehen scharf kritisiert. Die italienische Regierungschefin enthielt sich nach Diplomatenangaben in der Abstimmung über von der Leyens Nominierung. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hatte im Voraus seine Ablehnung des Personalpakets deutlich gemacht. Beim Gipfel reichte jedoch eine sogenannte qualifizierte Mehrheit von 15 EU-Ländern, die 65% der europäischen Bevölkerung vertreten. RT Deutsch berichtet zur Personalie Kallas. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas wurde von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer nominiert, um die nächste hohe Vertreterin für Sicherheit und Außenpolitik zu werden. Die Politikerin, die ausgewählt wurde, um international für Brüssel zu sprechen und Interessenskonflikte innerhalb der EU auszugleichen, hat den Ruf eines unnachgiebigen Russlandfalken. Ehe sie ihre fünfjährige Amtszeit antreten kann, benötigt sie die Zustimmung des Europäischen Parlaments, dessen Mitglieder im Juli über die Ernennung abstimmen sollen. Die Haltung der 47-Jährigen zu Moskau wurde von einem anonymen EU-Mitarbeiter zusammengefasst, der erklärte, warum westeuropäische Länder ihre Kandidatur für einen anderen Spitzenjob ablehnten, den des NATO-Generalsekretärs. Wollen wir wirklich jemanden, der gerne Russen zum Frühstück isst, in diese Position heben? Sagte die Quelle im März zu Politico. Kallas hat die Idee begrüßt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt NATO-Länder Truppen in die Ukraine schicken müssten, um zu verhindern, dass Moskau Kiew schlägt. Eine Idee, die der französische Präsident Emmanuel Macron im Februar als erster in Umlauf gebracht hatte. Wir sollten keine Angst vor unserer Kraft haben. Russland sagt, dieser oder jener Schritt sei eine Eskalation, aber Verteidigung ist keine Eskalation, erwiderte die estnische Politikerin auf diesen Vorschlag. Wenn sie Leute schicken, um den Ukrainern zu helfen, dann wissen sie, dass
das Land im Krieg ist und dass sie in ein Gefahrengebiet gehen. Also gehen sie das Risiko ein, erklärte sie im Mai. Laut Kallas sollte es keinen Plan B für die Ukraine geben, weil das Nachdenken darüber, das wichtigste Ziel der Ukraine zu einem Sieg in diesem Konflikt zu verhelfen, untergraben würde. Die estnische Politikerin glaubt, dass das optimale Szenario für eine Niederlage Russlands die Teilung des Landes bewirken würde. Russland bestehe aus vielen verschiedenen Nationen, die unabhängig werden könnten, und es ist nichts Schlechtes, wenn die große Macht tatsächlich kleiner gemacht wird. Über den AfD-Parteitag in Essen sowie die Protestaktionen davor berichtet das Portal Tichys Einblick des Reaktionärs Wolfram Tichy und Perspektive Online. Die Parteivorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla und Alice Weidel, sind vom Bundesparteitag bestätigt worden. Damit bleibt es bei einem Führungsduo, das gestärkt aus der Abstimmung hervorgeht. Alice Weidel 79,77% und Tino Chrupalla 82,72% erhielten jeweils weniger als 85% der Stimmen. Es gab keine Gegenkandidaten. Es wäre bei den restlichen Parteien, bei denen eine Viertelstunde Applaus und Ergebnisse über 95% zu den demokratischen Gepflogenheiten gehören, eine Watsche. In der AfD handelt es sich dagegen um stabile Ergebnisse. Ein bisschen Unmut konnte man in den Reihen ablesen, als Weidel ihre Rede beendet hatte. Mochte es aufgrund der Querelen am Ende des EU-Wahlkampfs oder wegen länger anhaltenden Animositäten sein. Spekulationen, dass Chrupallas und Weidels Stühle wackeln könnten, haben sich jedoch mit der Abstimmung in Rauch aufgelöst. Dass Weidel schwächer abschnitt als Chrupalla, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ergebnisse besser ausfielen als in Riesa. Damals hatte Chrupalla nur 53,4% geholt, Weidel 67,3%. Das Versprechen, als Duo die Partei stärker denn je zu machen, sahen viele Delegierte wohl als erfüllt an. Das insbesondere in den sozialen Medien sich radikal kaprizierende Vorfeld der Partei, das den Verrat am Spitzenkandidaten Maximilian Krah bis heute nicht verzeihen will und angekündigt hatte, die Basis werde beide abstrafen, hat sich ebenso wenig erfüllt wie die Sorge vor einem möglichen Eklat. Zumindest an diesem Samstag nicht. Ganz im Gegenteil hat die Basis deutlich gemacht, weiter so. Zur EU-Wahl sagte Weidel nur, es habe geruckelt und gekracht, ohne die Namen Krah und Bistron zu erwähnen. In ihrer Rede forderte Weidel den Rücktritt der Bundesregierung und Neuwahlen. Zudem attestierte sie der Behörde von Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutz ist selbst zum Verfassungsfeind geworden und er gehört in dieser Form abgeschafft. Außerdem warb Weidel für einen Austritt der AfD aus der Europäischen Partei Identität und Demokratie. Die AfD war während des EU-Wahlkampfs aus der gleichnamigen Fraktion ausgeschlossen worden. Chrupalla sieht optimistisch den Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entgegen. Im Osten wird für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen, sagte er. Diese Partei wird das Land verändern, das verspreche ich. Über die Proteste vor dem Parteitag berichtet Perspektive Online. Gegen 5.30 Uhr begannen in den frühen Morgenstunden des 29. Juni die ersten Aktionen, um den Bundesparteitag der AfD in Essen zu verhindern. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen waren Buskonvois aus ganz Deutschland in Richtung Essen gefahren und ließen die Demonstrierenden auf den Anreisewegen in Richtung Krugerhalle aussteigen. Von dort aus setzten sich mehrere Finger als Demonstrationszüge in Bewegung, um die Zufahrtsstraßen der Delegierten rund um das Messegelände zu blockieren. Zuvor hatte das Bündnis Widersetzen unter dem Motto AfD-Parteitag verhindern zu Aktionen zivilen Ungehorsams aufgerufen. Diesem Aufruf waren tausende Menschen aus ganz Deutschland gefolgt und hatten sich zu gemeinsamen Busanreisen zusammengeschlossen. Am Donnerstagabend startete bereits das Protestcamp im Essener Süden. Am Freitagabend zog dann eine Rave-Demo durch die Essener Innenstadt, bevor am Samstagmorgen die Blockadeaktionen starteten. Bereits kurz nach Ankunft der ersten Busse, die über Nacht anreisten, kam es zu Gewaltexzessen durch die Polizei. An der Kreuzung Norbertstraße, Theodor-Althoff-Straße im Südwesten Essens stiegen gegen 5.45 Uhr etwa 300 Menschen aus Reisebussen aus und machten sich auf den Weg in Richtung einer angemeldeten Kundgebung auf der Sommerburgstraße. Sofort stellten sich Polizisten in den Weg und setzten Pfefferspray gegen die Demonstrierenden ein. Eine Gruppe von Personen, die sich noch in einem Reisebus befand und direkt auf das Geschehen blicken konnte, berichtet von einer überraschten Polizei, die rigoros
gegen die friedlichen Aktivisten vorging. Kurz nachdem die Polizei Pfefferspray in Kriegseinsätzen verboten eingesetzt hatte, versuchte sie, die Menge einzukesseln. Ein Teil der Menschen, die sich auf dem Gehweg zwischen einem Reisebus und einem Zaun befanden, wurden in der Folge über etwa 20 Minuten von beiden Seiten von der Polizei zusammengedrückt. Besonders kleinere und ältere Menschen klagten über Atemprobleme, worauf die Polizei nicht reagierte und auch angeforderte Sanitäter nicht durchließ. Nachdem sich die Situation aufgelöst hatte, gingen die Polizisten weiter mit brutaler Gewalt vor. Unbeteiligte in den Bussen berichteten von einer Reihe von Polizisten, die besonders aggressiv wirkten und aus der zweiten Reihe mit Fäusten auf die Köpfe von Demonstrierenden einschlugen. Schmerzgriffe wurden zudem unnötig lange beibehalten, nachdem Menschen aus dem Kessel gezogen worden waren. Auf der daneben liegenden Kreuzung rückte kurzzeitig sogar ein Wasserwerfer an, um eine Drohkulisse aufzubauen. Während die Demonstrierenden der Gewalt hilflos ausgesetzt waren, skandierte die Menge zahlreiche Male: "Wir sind friedlich, was seid ihr?" Insgesamt wurden mehrere Dutzend Aktivisten in die GESA, Gefangensammelstelle, im Polizeipräsidium gebracht. Um 19 Uhr waren noch über 20 Menschen in Gewahrsam und wurden teilweise sogar bis Sonntagabend von der Polizei in Essen und Bochum festgehalten. Dabei wurde ihnen teilweise der Kontakt zu Anwälten verwehrt. Die Zahlen aus der Pressemeldung der Polizei wurden währenddessen ungeprüft von jeglichen Medien übernommen. In der Vergangenheit hatte sich bereits zahlreiche Male gezeigt, dass diese Zahlen nicht verlässlich sind. Bei den Blockupy-Protesten 2015 in Frankfurt waren beispielsweise 80 der 94 verletzten Polizisten Opfer ihres eigenen Pfeffersprays. Dem Widersetzenbündnis wurde zudem am Montag bestätigt, dass es keine nennenswerten Verletzungen bei den Polizisten gab. Am Infotelefon des Bündnisses gingen dagegen 60 Nachrichten von verletzten Demo-Teilnehmern an. Es wurde von gebrochenen Nasen, Jochbeinen und Fingern sowie Platzwunden berichtet. Es folgen internationale Meldungen. Putschversuch in Bolivien. Nach dem Putsch könnte vor dem Putsch sein. Im bolivianischen Fernsehen war am Mittwoch Ortszeit live zu verfolgen, wie schwer bewaffnete Soldaten die Plaza Murillo von dem Präsidenten abriegelten und versuchten, den Regierungssitz zu stürmen, nachdem ein gepanzertes Fahrzeug die Palasttore eingedrückt hatte. Das Kommando führte der einen Tag zuvor den Präsident Luis Arce entlassene General Juan José Zúñiga. Auf den Fluren des Regierungsgebäudes war es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Zúñiga und Boliviens Präsident Luis Arce gekommen. Laut Präsidialministerin Maria Nela Prada wurden während des Putschversuchs mindestens 12 Menschen verletzt. Als Motiv gab Zúñiga an, er wolle die Verarmung unseres Heimatlandes und die Demütigung des Militärs beenden. Nach einer Neubesetzung des Kabinetts würden außerdem alle politischen Gefangenen freigelassen, darunter auch Jeanine Áñez und Luis Fernando Camacho, die Anführer des Putsches gegen den damaligen Präsidenten Evo Morales im November 2019. Am Montag hatte Zúñiga erklärt, er werde Morales notfalls gewaltsam daran hindern, bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erneut zu kandidieren. Daraufhin hatte Arce ihn trotz eigener Differenz mit Morales entlassen. Nach 3 Stunden war der Spuk beendet. Zúñiga und andere Beteiligte wurden wegen Terrorismus und bewaffneten Aufstand gegen die Sicherheit des Staates verhaftet und die Führungsriege des Militärs ausgetauscht. Auch waren viele Menschen dem Aufruf Arces gefolgt und protestierten gegen die Putschisten. Nach seiner Festnahme behauptete Zúñiga, dann Präsident Arce habe ihm gegenüber am Sonntag die Erstürmung des Palastes selbst angeordnet. Beweise für seine dubiose Aussage konnte er jedoch nicht präsentieren. Der gescheiterte Staatsstreich in Bolivien war nach Ansicht von Beobachtern wie Hugo Moldiz, dem ehemaligen Staatsminister unter Morales, bloß Auftakt für weitere Versuche zum Sturz der linken Regierung. Dafür spricht, dass der Ablauf des Putschversuchs zwar klar ist, über dessen Hintergründe aber kräftig spekuliert wird. Regierungen aus aller Welt und die EU verurteilten den Putschversuch. Ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington teilte lediglich mit, die USA beobachtete die Lage in Bolivien genau.
Drei Tage vor dem Putschversuch hatte das bolivianische Außenministerium die Geschäftsträgerin der USA vorgeladen und zu Handlungen des US-Botschaftspersonals befragt, die als Einmischung betrachtet würden. Zugleich hatten bolivianische Behörden vor einer Wiederholung des Staatsstreichs gewarnt. Die Gefahr sei nicht vorüber, fürchtet auch Hugo Moldiff. Die Geschichte zeige, dass bei Staatsstreichen in Lateinamerika und der Karibik die USA beteiligt sind, sagte er im Fernsehen. Sie wollen Lithium, seltene Erden, Süßwasser und andere strategische Ressourcen kontrollieren, erinnerte er an Warnungen Arces. Deshalb müsse jetzt nach Zunigas Verbindungen zu politischen Akteuren im In- und Ausland gesucht werden. China schießt zurück. China reagiert auf den Handelskrieg unter anderem in Form der angedrohten Strafzölle auf chinesische Elektroautos. Die Tagesschau berichtet. Chinas Regierung hat schärfere Regelungen zum Abbau und zur Verwendung von seltenen Erden erlassen. Ministerpräsident Li Qiang unterzeichnete dazu am Wochenende ein entsprechendes Dekret, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Die neuen Vorschriften besagen, dass die Ressourcen der seltenen Erden dem Staat gehören und dass keine Organisation oder Einzelpersonen diese beanspruchen oder zerstören darf. Firmen, die seltene Erden abbauen, schmelzen, trennen oder exportieren, sollen ein System zur Rückverfolgbarkeit aufbauen. Der Staat wiederum müsse die Ressourcen schonend abbauen und habe die Kontrolle darüber, wie viel davon abgebaut und weiterverarbeitet wird, hieß es weiter. Die Regeln treten demnach am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft. Seltene Erden werden unter anderem für Elektroautos und Smartphones gebraucht. China ist der weltgrößte Verarbeiter dieser Gruppe, zu denen 17 Elemente gehören. Deren Bedarf wird sich Prognosen zufolge vervielfachen. Die Ankündigung kommt inmitten des Vorhabens der EU, vorläufige Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben. Deutschland importierte nach Daten des Statistischen Bundesamtes von Januar bis November 2022 rund 66% seiner seltenen Erden aus China. Firmen in der Halbleiterindustrie oder Hersteller von Mobiltelefonen bis hin zu Elektroautos sind deshalb vom Handel der Metalle mit China abhängig. Der Kaiser ist nackt. Über das Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump berichtet die Junge Welt und RT Deutsch. Leider verfehlen beide Publikationen den Anspruch, darauf hinzuweisen, dass die US-Amerikaner mitnichten nur zwischen Pest und Cholera, Biden und Trump, wählen müssen, sondern auch brauchbarere Alternativen wie Jill Stein oder Colonel West zur Wahl stehen. Der zionistische Israel-Lobbyist Robert F. Kennedy Jr. kann dazu nicht gezählt werden. Die Junge Welt schreibt, der eine lügt, der andere stammelt. Und sonst? Sonst nichts. Wie Herakles stehen die US-Wähler nun am Scheideweg zwischen Wahnsinn und Senilität. Aber wem ist das Amt weniger zuzutrauen? Trump, Biden oder allen beiden gleich wenig? Der Inhalt schien da schon fast gleich, zumal Standpunkte der Kandidaten zu den ganz heißen Themen Wirtschaft, Abtreibung, Grenze zu Mexiko und den weniger heißen Ukraine, Nahost sattsam bekannt sind. Vielleicht fand auch deswegen das Duell in einem Studio ohne Publikum statt. Das Mikrofon des Kandidaten, der gerade nicht dran war, blieb stumm gestaltet. Gossip-Liebhaber mussten also auf Bidens hörbares Augenrollen und Trumps possierliches Wrong verzichten. Ein leichter Nachteil für Letzteren, er glänzt desto deutlicher, je mehr Chaos er stiften und den Gegner am Ausreden hindern kann. Wir sind doch beide Chaoten, will das bedeuten. Also wählen Sie besser gleich das Original. Umgekehrt war Biden bemüht, sich Trump anzugleichen. Er nannte den Herausforderer einen Loser und Jammerlappen, verglich ihn mit einem Straßenköter und stritt sich in allen Ernstes um die Frage, wer das bessere Handicap beim Golf habe. Eindrucksvoll bewies er zudem, dass er auch ohne Störung keine Ordnung in seine Rede bringen kann. Regelmäßig versprach und verhaspelte sich der 81-jährige junge Amtsinhaber. Rührend der Versuch, dem angestaubten Stilmittel des Anakolut zum Comeback zu verhelfen. Unverständlich allerdings sprach auch sein beeindruckender 3 Jahre jüngerer Herausforderer. Befragt nach dem Klimawandel redete Trump über sauberes Trinkwasser und fügte nostalgisch hinzu, wir hatten sauberes Wasser. Unklar blieb dabei, ob er die Zeit vor der Industrialisierung oder die vor Bidens Präsidentschaft meinte. Kurzum, Biden sprach wirr, Trump dachte wirr. Saubere Arbeitsteilung, soweit. RT Deutsch berichtet.
Anfang des Jahres hatte der US-amerikanische Präsident Joe Biden die Vorwahlen als Kandidat für eine weitere Amtszeit gewonnen. Dennoch wird er erst nach der Bestätigung seiner Kandidatur auf dem Parteitag der Demokratischen Partei vom 19. bis zum 22. August in Chicago zum offiziellen Kandidaten der Demokraten. Bis dahin stünde es der Partei frei, einen anderen Kandidaten zu nominieren, schreibt der Guardian am Freitagmorgen. Nach dem am Donnerstagabend ausgestrahlten TV-Duell zwischen Joe Biden und seinem Kontrahenten Donald Trump läuten internationale Medien offenbar den Abgesang auf Joe Bidens Kandidatur ein. So stellte der britische Guardian schon am Freitagmorgen 6 alternative Kandidaten der Demokraten vor, als hätte man sich auf plötzliche Einsicht, dass Biden geistig nicht für das Präsidentenamt geeignet ist, bereits vorbereitet. Formell existiere zwar kein Prozedere, wonach die Demokraten ihn als vorgewählten Kandidaten ablösen könnten, aber wenn Biden seinen Rücktritt von der Kandidatur erklären würde, wäre die Aufstellung eines neuen Kandidaten möglich. Dann könnten sich die demokratischen Delegierten auf dem Parteitag im August für die Nominierung eines neuen Kandidaten entscheiden. Bei einem Rücktritt von der Kandidatur könnte Biden seinen bevorzugten Kandidaten nennen, das der Zeitung zufolge höchstwahrscheinlich die US-Vizepräsidentin Kamala Harris wäre. Sein Vorschlag wäre aber für die demokratischen Delegierten nicht bindend. Sollte Biden kurzfristig vom Präsidentenamt zurücktreten, würde Harris zwar automatisch zur Präsidentin, aber nicht automatisch zur demokratischen Kandidatin für die Kandidatur 2024. Die Wahl eines neuen Kandidaten auf dem Parteitag der Demokraten sei zwar formell möglich, aber auch höchst umstritten. In der Praxis würden Kandidaten für das Präsidentenamt vorab tagelang in den Medien präsentiert und diskutiert. In der aktuellen Situation müssten sich die rund 700 Delegierten auf dem Parteitag kurzfristig für einen neuen Kandidaten entscheiden. Die ganze Prozedur und die normalen zeitlichen Abläufe bei einer Kandidatur für das Präsidentenamt wären im Ausnahmemodus. Damit würde der nächste Parteitag der Demokraten zu einem viel unbeständigeren, offenen und umstrittenen Parteitag werden, so der Guardian. Nach Einschätzung der Zeitung gäbe es für den Fall von Bidens kurzfristigen Rücktritt von der Kandidatur keinen klaren Spitzenkandidaten, doch es gäbe andere Optionen. Auch die US-amerikanische Presseagentur AP News hat kurz nach dem TV-Duell schon alternative Kandidaten im Visier. Dazu heißt es bei AP News am Freitag, auch andere, die Biden bei den Vorwahlen der Partei für die Präsidentschaftskandidatur 2020 geschlagen hat, könnten es nochmal versuchen. Aber ganz so einfach würde die Aufstellung eines neuen Kandidaten nicht werden, berichtete die Presseagentur. Demnach hätten konservative Gruppen laut AP bereits Klagen angekündigt. Sollte Biden abrupt aus dem Rennen ausscheiden, werden sie im ganzen Land Klagen einreichen, die möglicherweise die Rechtmäßigkeit des Namens des demokratischen Kandidaten auf dem Stimmzettel in Frage stellen. Demgegenüber rechne die Politikwissenschaftlerin Elaine Carmack, Senior Fellow im Bereich Governance Studies an der Brookings Institution in Washington, nicht mit einer Einmischung der US-Gerichte in die Vorwahlen. Sie habe erklärt, dass sich die Gerichte stets aus politischen Vorwahlen herausgehalten haben, solange die Parteien, die sie durchführen, nichts taten, was anderen verfassungsmäßigen Rechten widersprechen würde. Panafrikanische Revolution. Die Aufstände in Kenia gegen Präsident Ruto scheinen ein panafrikanisches Phänomen einer Generation von jungen Afrikanern zu sein, die nicht mehr bereit sind, den von korrupten Staatslenkern gestützten neokolonialen Kurs ihrer Länder noch weiter hinzunehmen. Der Deutschlandfunk berichtet. In Kenia gehen die Proteste vor allem junger Menschen weiter. Die Demonstrierenden veranstalteten trotz der versprochenen Rücknahme eines umstrittenen, auf Drängen des Internationalen Währungsfonds geschaffenen Steuergesetzes einen Marsch zum Amtssitz des Präsidenten in Nairobi. Die Zufahrtsstraßen wurden weiträumig abgesperrt, ebenso die Straßen rund um das Parlament, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Demonstrationen gab es Medienberichten zufolge auch in anderen Städten Kenias. Präsident Ruto hatte sofort erklärt, er werde sich dem Willen der Demonstranten beugen. In dem ostafrikanischen Land waren am Dienstag Proteste gegen die Reform eskaliert. Mindestens 5 Menschen wurden getötet. Menschenrechtsorganisationen sprachen von mindestens 22 Toten.
In der Hauptstadt Nairobi hatte die Polizei Tränengas und scharfe Munition eingesetzt, als sich Demonstranten dem Parlament näherten und einige von ihnen in das Gebäude vordrangen. Der Staatschef versprach eine Untersuchung der Geschehnisse. Die Proteste richteten sich gegen einen Gesetzentwurf der Regierung Ruto, durch den Steuern oder Gebühren auf Waren des täglichen Bedarfs entweder angehoben oder eingeführt werden sollten. Dazu gehören Internetdaten, Treibstoff, Banküberweisungen und Windeln. Die Regierung will so ihre Einnahmen erhöhen, um Schulden abzahlen zu können, die vor allem ihre Vorgängerregierungen angehäuft hatten. Insgesamt müsse Kenia einen Betrag in Höhe von 60% des Staatshaushaltes aufbringen, um Verbindlichkeiten zu bedienen, sagte der Leiter des Büros der Böll-Stiftung in Kenia, Paul, im Deutschlandfunk. Präsident Ruto habe gar keine andere Wahl, als auf die Schuldensituation einzugehen, sagt der neoliberale Agitator Paul. Allerdings verliere er, so der Vorwurf der Demonstranten, dabei die prekäre Alltagssituation weiter Teile der Bevölkerung aus den Augen. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende. Und trotz alledem eine gute Woche.